Na, ist schlimm, Herr Doktor? Och, das ist nicht weiter tragisch. Frau Huck, da hat er sich die Schwarte aufgerissen. Das machen wir schön sauber. Und dann Penicillinpuder. Dann heilt er schnell. Ja, irgendwo ist eine Hündin läufig, wissen Sie. Da ist er einfach nicht zu halten. Die Liebesabenteuer da bringt man meistens Schrammen mit nach Hause. Solange es sich um den Pelz handelt, da geht das ja noch, Axel. Was? So. Brav ist er. Wo ist denn der Puder? Gerda, halten Sie mal fest. Ist Ihre Frau heute nicht in der Praxis? Ratenweise. Bei uns hat sich Logierbesuch angesagt. Da stellen meine Weibsleute das ganze Haus auf den Kopf. Kommt Ihre Frau Schwiegermutter mal wieder zu Besuch? Nee, diesmal ist ein Kollege. Jugendfreund von meiner Frau. Ihr seid ja noch nicht weiter. Aus sieht das hier. Ja, das sind alles Uli-Sachen. Und wenn ich da Ordnung schaffe, dann macht er mir einen Mordskrach. Er wird keinen Krach machen, es wird auch gehen. Lenchen, haben Sie Fleischbrühe aufgesetzt? Aber Frau Doktor, um die Küche brauchen Sie sich doch nicht zu kümmern. Ja, und das hier alles runter vom Tisch. So, hier ist frische Bettwäsche. Und deinen Schrank, Bärbel, den stellen wir am besten hier hin, ja? Was, meinen Schrank soll ich auch ergeben? Für eine Nacht wirst du ihn wohl mal entbehren können, nicht? So, Bärbel, du komm, du fass mit an. Warum geht denn nicht ins Hotel? Ist ja eine komische Art, morgens anzurufen und mitten ins Familienleben zu platzen. Bärbel, sei nicht ungezogen. Dr. Johansen ist ein alter Kollege von Vater und mir. Und ein lieber Gast, auf den wir uns sehr freuen. So, und macht fix das Zimmer fertig. Ich muss endlich runter in die Praxis. Von wegen, Vater sich freuen. Der war ganz schön sauer vorhin. Und wenn Uli hört, dass er hier räumen muss, dann kriegt er sowieso ein Bad. War denn dieser Dr. Johansen schon öfter hier? Ich kenne ihn gar nicht. War ja immer in Südamerika, wie ich höre. Ja. Mutti sagt, er hätte in zoologischen Gärten gearbeitet und Tierfilme gedreht. Das ist sicher interessant. Was der so alles erlebt hat, der kann bestimmt eine Menge erzählen. Mhm. Ach, ich wäre viel lieber zu Ruth Wegener gegangen. Du hast heute eine Party. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, und vielen Dank. Noch viele Patienten draußen? Eine gute Stunde, wenn keiner mehr dazukommt. Nach dem Mittagessen muss ich noch mal weg. In die Meierei und zu Heckerts Fohlen. Du, Karl, heute gibt's mal kein Mittagessen. Was? Ich dachte, wenn Kai um 6 kommt, dann mache ich da was Warmes zu essen. Und bis dahin soll ich hungern? Na ja, Lenchen kann ja dir und den Kindern ein paar Spiegeleier oder sowas machen. Ach, was füllig's noch mal. Nervös. Was? Machst ganz schön einen Wirbel mit deinem geliebten Kai. Ach, okay, was heißt denn hier geliebter Kai? Natürlich freue ich mich, ihn nach so vielen Jahren mal wiederzusehen. Na, außerdem besucht er ja auch dich. Mich? Das glaubst du doch selbst nicht. Mich hat er doch nie angeguckt. Ich war immer der kleine Tierpraktiker. Er war noch. Was hatte der für Rosinen im Kopf? Wissenschaftlich arbeiten, neue biologische Erkenntnisse, Forschungsreisen und so. Jedenfalls soll er ein paar ganz interessante Filme gedreht haben. Ich habe keine gesehen. Ich will ja deinen Kai Johansen nicht schmälern. Er ist mir ein lieber Gast. Nun, jetzt holt mal die anderen Figuren rein, sonst wären wir hier nie fertig. Tierarztpraxis Dr. Hofer? Ja, einen Augenblick, gnädige Frau. Deine geliebte Frau Kunert. Siehst du? Ich habe auch meinen Ankratz. Tag, liebe Frau. Wieder zurück. Gut erholt. Was ist? Und das ist ein bisschen verrückt, wie? Ich meine, sehr extravagant. Wo ist das Tier denn? Im Swimmingpool. Sie kommen aber auch auf Ideen. Das kann ich mir denken. Dem ist die Reise nicht bekommen. Sie sind sich klar darüber, dass das Tier hier eingeht. Der nächste, bitte. Ja. Ich müsste da Kampfer spritzen. Ah, Frau Borchert, kommen Sie rein. Tag, Frau Doktor. Na, Maxel, ja. Bist du auch wieder mal, ja? Ui, ist der schwer geworden. Hat er zugenommen? Schon möglich, der frisst ja mit der Rosel um die Wette. Liebe gnädige Frau, ich habe da gar keine Erfahrung. Aber Sie wissen doch, wenn ich helfen kann, helfe ich gern. Ja, also gut, ich komme gleich mal vorbei.
Du willst jetzt weg? Entschuldige. Frau Borke, der Maxl muss sich mal von meiner Frau verarzen lassen. Ich habe heute nur Verband wechseln. Zur Kunert, komm, hilf mir mal. Halten Sie mal den Maxl, Frau Borke. Die hat sich von der Nordsee einen Seehund mitgebracht, so einen jungen Heuler, weißt du. Eine blödsinnige Idee. Jetzt hat sie natürlich Angst, dass ihr der Kerl krepiert. Ausgerechnet jetzt, wo ich im Haus alle Hände voll zu tun habe, lässt du mich allein. Die Boxen im Hof sind auch noch nicht versorgt. Liebes Kind, du hast Bärbel und Lenchen im Haus. Das wird ja nun wohl reichen. Tschüss, Maxl. Auf Wiedersehen, meine Damen. Von unterwegs rufe ich noch mal an. Ja, ja, Frau Doktor, Sie haben es auch nicht leicht. Ich weiß, wie das ist. Die Praxis und der Haushalt, die Kinder und die vielen Tiere. Aber schließlich, wir Frauen sind ja doch die Seele vom Buttergeschäft. Stimmt's? Das machen Sie einem Mann mal klar. Tag, Robert. Ja, ja, guck mal da. Du kommst hier so früh. Mathematik fiel aus. Und Chorgesang habe ich mir geschenkt. Ich finde es idiotisch, wenn 20 Figuren in die Gegend brüllen. Wach auf, meine Herren sind schön. Ja. Siehst du, denen gefällt es auch nicht. Gibt's hier was Neues? Es gibt keinen Mittag. Wieso, sind wir pleite? Nee, du bist doch ausquartiert. Was, das verstehe ich nicht. Ja, wir kriegen Logierbesuch. Und in deinem Bett schläft Dr. Kai Johansen. Mach keinen Quatsch, wer ist denn das? Keine Ahnung. Kollege von Vater und Mutti. Frisch aus Brasilien importiert. Kai Johansen, Kai Johansen. Du, der hat doch ein Buch geschrieben, das steht bei uns in der Bibliothek. Das sind Tierfotos oder sowas ähnliches, vom Urwald in den Zoo. Der kommt? Das finde ich prima, das ist Muttis Verlobter. Muttis was? Ja, 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 na, so richtig verlobt waren sie, glaube ich, nicht, aber es ist ein früher Schwarm von ihr. Und dann kam Vati dazwischen. Weiß ich gar nichts von. Doch, das hat sie mir mal erzählt in einer schwachen Stunde. Aber wegen Herrn Dr. Kai Johansen kein Mittagessen, das liegt nicht drin. Also, da mache ich Krach. Mahlzeit, Lenchen. Tag, Uli. Wird gestreikt, höre ich? Zu essen gibt's erst abends. Hm. Kalbsbraten glasiert mit Gemüse und Rumpfrüchte mit Sahne. Ah, hören Sie auf, mir wird ganz schwach. Und jetzt ist wirklich gar nichts Essbares da? Nur weil du es bist. Bratkartoffel mit Spiegelei? Wann? 10 Minuten. Lenchen, Sie sind ein Engel. Ich brauche mit Ihnen. Tag, Mutti. Tag, Uli. Na? Sag mal, was hört man Neues? Dr. Johansen kommt? Ja. Heute früh ruft er plötzlich an. Ist auf der Durchreise. Ich wusste gar nicht, dass er in Europa ist. Wie aufregend. Zeig mal her. 21, 22. Ganz schön schon, du. Na komm, lass den Unsinn. Ja, ist ja kein Wunder, wenn man so plötzlich seiner Jugendsünde gegenübertreten soll, nicht? Dr. Johansen ist keine Jugendsünde von mir, merkt ihr das, Uli? Nein? Ach, das tut mir leid. Ich hätte dir das so gegönnt, wirklich. Und außerdem ist es hässlich und taktlos, mit Dingen zu hausieren, die einem mal anvertraut wurden. Aber ich behalte es doch für mich. Ich erzähle es doch keinem weiter, ganz bestimmt. Ich bin irrsinnig gespannt, wie er aussieht. Also bitte hör jetzt auf damit, ja? Ich habe den Kopf voll mit anderen Dingen. Wieso bist du eigentlich allein? Wo ist Vater? Vater ist bei Frau Kunert. Sie hat sich zu allem Überfluss noch einen Seehund angeschafft. Ich habe ihn Gustav getauft. Sehr sinnig. Hätten Sie ihn lieber ungetauft da gelassen, wo er herkam. Eines Morgens, wir gingen baden, da fanden wir ihn am Strand, angespült. Er war so hilflos und rührend. So ein Baby. Dass man ihnen gestattet hat, das Tier mitzunehmen, da gibt es doch Schutzbestimmungen. Können Sie sich vorstellen, dass ich etwas nicht erreiche, wenn ich es haben will? Aber nicht mehr lange. Ein paar Tage und Ihr süßer Gustav ist mausetot. Hier in dem Wasser. Da ist sicher Chlor drin. Natürlich, Chlor. Wieso? Ist das schädlich? Gott, daran habe ich nicht gedacht. Also in das Becken darf das Tier nicht mehr. Haben Sie nicht eine große Wanne, eine Zinkwanne oder sowas? Ich glaube ja. Einen Moment bitte. Ja. Geht die hier? Her damit. Oh, wollen wir mal sehen. Ja.
Oh, das gefällt dir. Was? Leitungswasser ist ja nicht so schön. Zu Hause, bei mir habe ich Brunnenwasser, das wäre besser. So. Mit was füttern Sie denn das Tier überhaupt? Mit Fisch natürlich. Ich habe mir extra eine Tonne mit Heringen kommen lassen. Darf ich mir das mal ansehen? Ja, bitte. Das sind ja Salzheringe. Wieso? Gibt's da Unterschiede? Also jetzt wundert es mich nur, dass Sie Ihrem Gustav nicht Rollmöpse oder Matschesfilet in Sahne anbieten. Das Tier muss ja kaputt gehen. Frische Heringe braucht er. Jetzt schimpfen Sie aber sehr mit mir. Kommen Sie, trinken wir zusammen Whisky, Doktor. Das versöhnt wieder. Ich will mich nicht versöhnen. Ich habe hier noch anderes zu tun. Ich muss weiter. Sie können doch nicht so im Zorn vor mir gehen. Setzen Sie sich her und schimpfen Sie weiter. Ich bin wirklich böse mit Ihnen. So eine Unvernunft. Da bringen Sie sich aus purer Langeweile ein attraktives Spielzeug mit und denken gar nicht daran, dass so eine arme Kreatur ganz bestimmte Lebensbedingungen braucht und hier leidet. Gut, morgen besorge ich für Gustav frische Fische. Frische Forellen. Ich will Ihnen mal etwas sagen. Wenn Sie gar nicht wissen, was Sie mit Ihrem Geld anfangen sollen, werde ich Ihnen ein paar Adressen von Flüchtlingslagern geben. Die Kinder doch, die brauchen keine Forellen. Die freuen sich auch über ein paar Pakete Schokolade und was Warmes zum Anziehen. Aber Sie, ja, Sie... Glauben Sie wirklich, ich hätte daran nicht längst gedacht? Was meinen Sie, was ich da alles hingeschickt habe? Aber nun habe ich mir eben Gustav mitgebracht. Gustav muss wieder weg, so schnell als möglich. Warum? Wenn Sie sich etwas um ihn kümmern? Ich verstehe nichts von solchen Viechern. Als Landtierarzt läuft einem hier nur selten ein Seehund über den Weg. Rufen Sie morgen im Zoologischen Garten an und lassen Sie ihn abrufen. Seitdem mein Putzi tot ist, bin ich so allein. Ich habe keine Freunde, keinen Menschen, mit dem ich reden kann. Und Sie, Sie vernachlässigen mich auch. Wissen Sie, was ich möchte? Na? Ich möchte Ihnen mal anständig den Hintern versohlen. Mach doch daraus kein Problem. Jeder Mensch hat schon vor der Ehe gewisse Erlebnisse. Kann ich mir bei Mutti gar nicht vorstellen. Und wenn, dann finde ich es höchst unpassend, von dem Herrn hier noch mal aufzukreuzen. Ja, geradezu geschmacklos ist es in diesem Fall, über Nacht zu bleiben. Was ist denn dabei? Also wenn du dafür kein Empfinden hast, dann tust du mir leid. Du bist vielleicht komisch. Ich gehe da auch zu wegen, dass trotzdem es zwischen Ruth und mir schon lange aus ist. Das ist ganz etwas anderes. Ruth hat auch inzwischen noch nicht geheiratet. Aber Vati wusste doch davon. Die drei haben damals zusammen studiert. Da kam vielleicht mal ein Flirt auf oder eine Liebelei. Vielleicht auch eine richtige Liebe. Aber das ist doch alles schon mehr als 20 Jahre her. Ja, die Zeit spielt keine Rolle. Liebe ist etwas Großes, etwas Gewaltiges. Und wenn ich einen Mann liebe und der mich verlässt, dann ist das ein Bruch für ewig. Ja, vielleicht hat Mutti ihn ja auch verlassen. Ja, und auch dann würde ich ihn nie wiedersehen wollen. Auch nicht als Logiergast? Jetzt bist du banal. Na, schließlich verstehe ich auch schon was vom Leben, ja? Und außerdem ist es gemein von Mutti, dass sie mir niemals davon etwas gesagt hat. Ach, daher weht der Wind. Du bist eifersüchtig, weil sie es nur mir erzählt hat. Ich bin ein Jahr älter als du. Ja, das stimmt, aber das hat nichts mit sittlicher Reife und Erfahrung zu tun. Hast du eine Zigarette? Du sollst nicht so viel rauchen hier. Oh. Danke. Ich finde, wir sollten uns um unsere Eltern nicht so große Sorgen machen. Wir können doch ganz zufrieden sein. Findest du nicht auch? Allein in meiner Klasse sind die Eltern von drei Jungs geschieden oder leben getrennt. Kurt Menzauer hat mir neulich erzählt, dass sein Vater mit einer Freundin nach Teneriffa gefahren ist. Nun stell dir mal vor, unser Vater würde solche Zicken machen. Nein, liebe Frau, da mache ich nicht mit. Da bin ich ganz stur. Aber Ihr Whisky ist sehr gut. Wissen Sie, was mir an Ihnen so gefällt, Herr Doktor? Sie sind so kolossal direkt. Das da vorhin mit dem Hintern versohlen und so. Und dann mit der abscheulichen und vernunftlosen Person. Bei Ihnen weiß man wenigstens, woran man ist. Ja. Noch ein Whisky? Nein, danke, sonst brauche ich einen Salzhering. Und ich wage die Frau, wir haben uns verstanden. Gustav, der hält noch eine Galgenfrist bis morgen früh und übersiedelt dann in den Zoo. Als uneigennützige Stiftung von Frau Marion Kuhnert. Glauben Sie mir, das ist das Beste für das Tier. Und um ein einsames Herz zu trösten und zu erwärmen, ist ein Seehund ein ganz untaugliches Objekt. Bring doch mal die Kerzen rüber, Bärbel, bitte. Das ist aber nicht schön. Putz doch mal ein bisschen nach, bitte, ja? Wo soll denn Dr. Johansen sitzen? Na, hier, neben mir, selbstverständlich. Was, auf Vaters Platz? Na ja, der Gast wird geehrt, das ist so üblich. Und
Wir haben so selten Besuch, da kann Vater ruhig mal ein Stückchen rücken. Und geh schon und putz den Löffel nach. Ach, Uli könnte sich auch mal blicken lassen und ein bisschen helfen. Aber wo Vater nur wieder bleibt. Du bist so hektisch, Mutti, so ganz anders. Ja, ich bin abgearbeitet, Kind. Ich habe ja heute den ganzen Tag die Praxis wieder alleine gemacht. Vorhin noch eine große Operation und dann einen Abszess geöffnet bei dem Dobermann von Elsmanns, weißt du. Wie sehe ich denn aus? Nun sag's ehrlich. Nicht berühmt, was? Wenn dir sehr daran liegt, Herrn Dr. Johansen zu gefallen, dann würde ich etwas auflegen. Och, red doch kein dummes Zeug. Ich will keinem gefallen. Und wie alt ich bin, das weiß Dr. Johansen leider ganz genau. Ach, Uli! Uli, komm doch mal her. Guck mich mal an. Du sag, wie sehe ich aus? Zauberhaft. Ja? Hinreißend, süß wie ein junges Mädchen. Und so hold verwirrt. Ach, Bande. Mein Gott, da ist er schon. Nein, das ist Vater, das habe ich schon von oben gesehen. Ach, Gott sei Dank, es wird aber auch höchste Zeit. Du, Uli, gib mir mal die Servietten aus dem Schrank, schnell. Mhm. Nein, nicht die, die anderen. Ja, danke. Die Mutti ist ganz durchgedreht. So kenne ich sie gar nicht. Ich weiß auch schon nicht mehr, wo mir der Kopf... Deine Schuhe. Sag mal, soll ich dir ein frisches Hemd aus dem Schrank holen? Quatsch doch nicht. Mutter hat doch alles vorbereitet. Ich wäre schon fertig. Ist das eigentlich ein richtiger Freund von dir, dieser Dr. Johansen? Ja, wir haben zusammen studiert, zusammen Examen gemacht. Weißt du, so die übliche Studikerfreundschaft, nicht? Er hat eine Zeit lang, glaube ich, in München praktiziert. Ist dann bald nach Übersee gegangen. Ist er nett? Und deine Mutter fragen. Wieso? Er hätte sie beinahe geheiratet. Ach, und dann bist du gekommen und hast sie ihm ausgespannt, was? Ich habe jedenfalls mein Möglichstes getan. Und mit Erfolg, Gott sei Dank. Magst du ihn? Du fragst aber Leute aus, mein Junge. Naja, ich meine ja nur so. Er war mir damals ein bisschen zu windig, heißt das so. So ein Angeber. Naja, nun liegen da 20 Jahre dazwischen, man verändert sich, nicht wahr? Er ist was geworden, hat Karriere gemacht. Du, da ist er. Hopp, hopp, Uli. Ich komme gleich nach. Hallo! Oh, Kinder, ihr wohnt ja am Ende der Welt, Gerda. Ich freue mich. Du bist überhaupt nicht älter geworden. Herzlich willkommen. Du siehst ja aus wie ein Filmstar. Mutter, küssen machen. Aber keine Blumen. Helden, das habe ich gerne. Na, ich hätte dich sofort wiedererkannt. Genug der Freundlichkeiten, nun kommt hinein. Ja, komm, Kai. Das sind unsere Kinder. Gabel und Uli. Ah, was für eine hübsche junge Dame das schon ist. Oh, ja. Pass mal an hier. Tag. Komm, wir gehen rein, ja? Nicht. Danke. Das ist unser Wartezimmer hier. Ah, das war sehr praktisch, direkt vom Hof ins Wartezimmer. Komm mal ruhig. Uli oder Bärbel, halt mal den Hund fest. Er kennt dich noch nicht, Kai. Er muss sich erst mal richtig beschnuppern. Komm, komm, komm. Ja, so ist gut. Na, wie findest du ihn? Du, der sieht ja fantastisch aus. Das ist Geschmackssache, der Graue mag ihn nicht. Hast du nicht gemerkt, wie der den angebellt hat? Naja, der hat vielleicht noch Raubtiergeruch an sich. Nimm du mal die Koffer, ja? Ich gehe inzwischen mit dem Grauen raus. Komm, komm. Hier, eine kleine Laborecke. Sterilisator, Röntgenapparat, was man so alles braucht, nicht? Hier die Kartei, der Papierkrieg. Und das kennst du ja alles, nicht? Ah, Gott sei Dank nicht mehr, mein Lieber. Ich glaube, das könnte ich auch gar nicht mehr so in dieser Form Praxis machen. Mit einem Bauern zusammensitzen, Kater kastrieren, jetzt so einen stinkigen Hof und verarzten. Ja, ist eine Plackerei. Aber wir machen es gern. Ja, wieso arbeitet denn Gerda mit in der Praxis? Und wenn ich es mal nicht schaffe. Ich habe viel außen zu tun, weißt du? Die Tuberkuloseüberwachung im Landkreis hier. Ja. Und die Fleischbeschau. Schäferei, Meierei, der muss gerne ein bisschen einspringen. Das wäre drüben bei uns unmöglich, da wärst du gesellschaftlich sofort unten durch. Dafür hat man doch seine Assistenten. Du, die möchte ich auch mal haben. Erstens kriege ich sie nicht und zweitens kann ich sie nicht bezahlen.
Das Haus, Hypotheken, die Kinder, weißt du? Ich muss mich immer noch ein bisschen nach der Decke strecken. Macht nichts, nicht? Wir sind trotzdem ein fröhlicher Verein. Oskar. Troska. Darf ich die Herren jetzt zu Tisch bitten? Es wird gleich gegessen. Ja, mit dem größten Vergnügen, Gerda, Mädchen. Na, wie gefällt dir unser Haus? Hm? Ja, du reizt mich wirklich sehr, sehr hübsch. Ja. Und die Praxis? Naja, weißt du, ich habe nicht mehr so viel Beziehung zu dieser Kleinarbeit, aber die muss ja auch sein. Ne? Kai lebt und denkt eben in anderen Dimensionen. Sie richten zoologische Gärten ein. Ja, ich hatte längere Zeit die Leitung des Tierparks in Sao Paulo. Inzwischen ist der bedeutendste in ganz Südamerika geworden. Dann habe ich ein paar große Expeditionen gemacht. Die Urwälder im Mato Grosso-Gebiet, weißt du, speziell das Großtier. Vorkommen dort. Ich habe übrigens ein paar sehr interessante Arbeiten veröffentlicht. Habt ihr sie nicht gelesen? Und du lebst in Rio de Janeiro? Nein, ich habe mich etwas abgesetzt, weißt du. So Masse Mensch, das, ich habe ein bisschen außerhalb eine ganz hübsche Hacienda. Groß? Naja, mittel, nicht? Wenn ich mich nach dem Frühstück aufs Pferd setze, einmal rundherum reite, bin ich zum Abendessen schon wieder zurück. Ach, no. Ja, also mittel. Nein. Oh, was habt ihr denn da Schönes? Eine wundervolle Arbeit. Nein, das hier. Das ist ja wirklich schön. Ja, das ist doch Karls Kitschmuseum. Ich sammle sowas mit Leidenschaft. Ja, du, das ist eine glänzende Idee. Was, ist das dein Ernst? Ja, das ist sehr hübsch. Hör mal, Mensch, das ist doch Käse. Das sind doch Albträume. Der Abschaum von Geschmacklosigkeit. Sowas steht hier zur Abschreckung und du findest das schön? Naja, ich verstehe vielleicht wenig davon. Du, jetzt red dich nicht raus. Du bist erkannt. Er ist erkannt. Karl. Ach, Lenchen. Darf ich zu Tisch bitten, ja? Ja, danke. Oh. Uli, Werbel, geht mal in den Keller, holt mal ein paar Pullwein rauf. Spätlese, ja? Karl, du rückst heute mal ein Stück, ja? Kai, bitte, du sitzt hier. Ah, ja, danke sehr. Hast du Streichhölzer? Ja. Danke. Das ist Lenchen, seit vielen Jahren unsere treue Hilfe hier im Haus. So. Ach, Karl, schneid doch schon mal den Braten auf, ja? Messer! Spätlese, hat er gesagt, ne? Ja. Mhm. Ah, da sind sie. Du sag mal, wie findest du ihn denn? Den? Das ist doch eine ganz trübe Tasse. Wieso? Ein eitler Bock ist das. Hast du nicht gesehen, wie der sich aufspielt? Ach, du bist gemein, Uli. Wie der auf Vaters Kitschmuseum reingefallen ist. Nein, wie niedlich, welche entzückende Idee. Ja, ist vielleicht südamerikanischer Geschmack. Na, eins kann ich dir sagen, wenn Mutti auf den reingefallen wäre, das hätte ich hier übel genommen. Hier, nimm mal eine Flasche. Noch eine. Das Stück hier, das habe ich schon vorhin in der Küche gefressen. Damit du nicht glaubst, bei uns kommen die Kälber angeschnitten auf die Welt. Oh, Karl hatte solchen Hunger, dann ist er einfach hemmungslos. Dann mir fehlt eben völlig die feine Lebensart. Oh, danke dir. Kommt, Kinder, setzt euch. Mach mal schon eine Flasche auf, komm, Uli. Ja, so. Bei uns geht alles ein bisschen rustikal zu, aber du als erfahrener Weltmann, du wirst dich darüber hinwegsetzen. Ah, aber ich bitte dich, Karl, was glaubst du, wenn wir so bei einer Expedition wochenlang über die Pampa ziehen? Da sind wir auch fern aller Zivilisation, ne? Und am Abend am Lagerfeuer, wenn dann so ein Stück Ochse geröstet wird, da gibt's auch keine Bestecks und keine Servietten. Hm? Und die Knochen, die werden einfach nach hinten im Busch befördert. Gut, das würde mir gefallen. Ich bitte dich, Karl, das wollen wir hier aber lieber nicht einführen. Sagen Sie, Herr Doktor, die Pampa ist doch in Argentinien, nicht? In der Schule habe ich gelernt, dass in Brasilien die Steppe Savanne heißt. Ja, das stimmt sogar. Aber weißt du, wenn man drüben reist, so monatelang über die Ländergrenzen weg, dann das verwischt sich das etwas. Ne? Also mir ist egal, ob Pampa oder Savanne. Ich werde wohl kaum jemals aus meinem Bornstorfer Holz, aus meinem Mühltal herauskommen. Trinken wir auf unseren lieben Gast aus der großen, weiten Welt. Danke dir, Karl. Prost, Kai. Zum Wohlsein. Prost, Prost, Kai. Zum Wohlsein. Prost. Bist du eigentlich mehr ein Zoologe als ein Tierarzt? Ja, gewissermaßen ja. Ich kam eigentlich durch meine wissenschaftliche Arbeit dazu. Ich hatte zuerst in Rio im Bakteriologischen Institut gearbeitet und dann... Geh doch mal ran, Uli. Ja. Wenn es nichts Dringendes ist, dann sind wir einfach mal nicht da. Ja, sag mal, jagt man dich eigentlich öfter noch abends aus dem Haus? Aus dem Haus? Aus dem Bett?
werde ich gejagt. Wie stellst du dir eine Landpraxis vor? Na, Karl kommt manchmal erst früh morgens zurück, dann sitzt hier schon das ganze Wartezimmer voll. Ja, also das würde ich den Leuten aber abgewöhnen. Ja, no, nee, aber, du, das möchte ich gar nicht. Also bitte, Berufsauffassung nicht. Vater scheint doch dringend zu sein, die Kunert. Natürlich, Frau Kunert muss stören. Entschuldigung, warte. Eine Frau hier in der Nachbarschaft, ein bisschen verrückt, Witwe mit viel Geld. Hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ihre Langeweile zu pflegen. Aber mein Karl, der hat eine kleine Schwäche für sie. So? Naja, dann muss ich eben noch mal vorbeikommen. Ich habe ihm doch gesagt, dass das ein Fehler war. Jetzt am Abend kann man natürlich nichts machen. Was? Na ja, schön. Also ich komme gleich noch mal rüber. Wiedersehen. Gerda, ich muss zur Kunert. Es geht leider nicht anders. Ich bin gleich wieder zurück. Entschuldige, Kai. Aber Karl? Wir haben ja noch den ganzen Abend. Ne? Ich hab's ja gewusst. Mein Mann, der nicht Nein sagen kann. Na komm, Kai, dann können wir sie uns auch dort drüben gemütlicher machen. Sind die Tiere in den Boxen versorgt? Ja, alles erledigt. Sieh doch noch mal nach Puschkin, ob er auch keine Temperatur hat, ja? Hat er bestimmt nicht. Vorhin hat er schon geschlafen. Komm, sicher ist sicher. Wir schauen noch mal nach. Merkst du denn gar nicht, dass wir da drinnen überflüssig sind? Lass die beiden doch allein. Man hat sich doch schließlich was zu sagen. Du meinst, was wir nicht hören sollen? Du hast überhaupt kein Taktgefühl. Komm mit drauf, wir machen ein Spielchen. So, und nun erzähl mal von dir, Gerda. Mein Gott, du siehst ja, wie mein Leben hier verläuft. Das Haus, die Praxis, die Kinder. Arbeit. Viel Arbeit, lieber Kai. Aber ich bin glücklich. Richtig glücklich? Wirklich? Du fragst so komisch. Warum siehst du mich denn so zweifelnd an? Naja, wenn ich daran denke, was wir einmal zusammen für Pläne hatten. Ach, Karl. Ja, auch du hattest Pläne und Träume. Weißt du noch, nach dem Praktikum, da wolltest du eine große Wissenschaftlerin werden? Ja. Wir wollten zusammen die Welt kennenlernen. Ja. Hast du eigentlich dein Examen noch gemacht? Das Staatsexamen habe ich. Den Doktor habe ich mir geschenkt. Wir haben ja dann bald geheiratet. Mhm. Nun nur noch eine brave kleine Hausfrau auf dem Lande vergraben. Ja, Kai. Hausfrau und Mutter. Und Sekretärin und Assistentin und Mädchen für alles. In einer Person. Gerda, du bist nicht glücklich. Das kannst du mir nicht einreden. Erlaub mal, dass ich heftig protestiere. Karl ist ein wunderbarer Freund und Kamerad. Ja, schön, wir lieben aber uns. Haben uns das alles hier aufgebaut. Die große Welt. Hier ist jetzt meine Welt. Und mein Leben ist mehr als ausgefüllt. Mein Gott, nicht alle Träume reifen im Leben. Nicht jedes Korn geht auf, das man sieht, aber ich bin glücklich. Sag mal, Kai, warum hast du eigentlich nie geheiratet? Gerda, ich könnte jetzt antworten, weil ich dich nie vergessen habe. Oh, bitte, Kai, hör auf, mach nicht so große Worte. Ja, bitte, ja, hör auf. Ja, ich weiß, das klingt ganz dumm. Aber ein kleines Körnchen der Wahrheit ist dran. Und oft habe ich mir vorgestellt, wenn ich so einsam in einer warmen Tropennacht auf meiner Terrasse gelegen habe. Wenn du damals mit mir nach drüben gegangen wärst. Kai, du weißt, ich habe dich immer sehr gern gemocht, aber ich habe dich nicht geliebt. Und darum habe ich auch Karl und nicht dich geheiratet. Eben. Das ist die Tragik in meinem Leben. Du, dieser Bursche ist doch eine ganz billige Kitschfigur aus einem schlechten Film. Ich wette, der ist noch nie in seinem Leben auf einem Pferd durch die Pampa geritten. Das ist mein Stich. Bitte. Du kannst ihn nur nicht leiden, weil er so gut aussieht und weil er eben überhaupt ein Weltmann ist. Geschenkt. Seine Zähne sind Jacketkronen und sein Bart ist gefärbt. Quatsch, das hast du dir ausgedacht. Sag mal, du kleines Biest, wer war denn zuerst so dagegen, dass der Mann hier plötzlich aufkreuzt? Und jetzt? Ich bin eben wandelbar in meinen Überzeugungen. Frauen dürfen so sein. So, und jetzt mag ich nicht mehr kommen. Aber Kai, das ist doch ganz etwas anderes. Eben. Und weil ich dich doch kenne und weil ich doch weiß, dass du eine gewisse Großzügigkeit gewöhnt warst, konnte ich das gar nicht glauben. Auch noch nach deiner Heirat, Gerda. Wirklich? Ich hatte noch lange gehofft.
dass etwas schiefgehen könnte? Hier geht nichts schief, lieber Kai. Hier ist alles in bester Ordnung. Ja, bitte? Ach, Lenchen. Herr Doktor, wenn es Ihnen recht ist, wenn Sie mich nicht mehr brauchen... Nein, Lenchen, danke schön. Sie können ruhig schlafen gehen. Aber schließen Sie draußen bitte nicht ab, mein Mann muss ja gleich zurückkommen. Nee, der ist doch schon da, der ist doch gerade oben. Nee, hier bin ich. Der hat eine Überraschung, ich habe jemanden mitgebracht. Noch ein Logiergast. Wenn ihr ihm mal guten Tag sagen wollt, er ist oben im Badezimmer. Das ist Gustav. Nein, ist der wonnig. Sag mal, bringst du öfter so einen Besuch mit nach Haus? Ja, baden morgen früh, mein Lieber, das fällt aus. Vorsichtig, vorsichtig, lass ihn ganz in Ruhe, er ist nicht gesund. Kreislaufstörung vom Klimawechsel. Ich konnte ihn nicht bei der Kunert lassen, da wäre er mir glatt eingegangen. Morgen früh rufe ich den zoologischen Garten an und dann lasse ich ihn abholen. Ich weiß auch nicht, was ich mit so einem Tier machen soll. Aber du müsstest doch was von Seehunden verstehen. Ja, Seehund ist nicht mein geografischer Breitengrad. Ja, mal, da schicken wir dich als Zoologen in die große Welt und du weißt doch auch nicht. Seehunde sind mir nie untergekommen. Was machen wir denn nun mit dem? Geben wir dem was zu füttern? Nein, nein, nichts, gar nichts. Vielleicht etwas zur Stärkung. Ich habe schon Adrenalin gespitzt. Na, was könnten wir ihm denn geben? Vielleicht von unserer Kraftnahrung in Milch aufgelöst mit ein bisschen Lebertran und Traubenzucker? Ich könnte mal versuchen. Ich mach's zurecht, Mutti. Ja, ich weiß, wo alles steht. Und wir nehmen genau wie beim Rickets damals die Nuckelflasche. Du musst ihn jetzt natürlich dauernd beobachten. Ja, nicht dauernd. Aber setzen wir unseren gemütlichen Abend doch hier fort. Nehmt doch Platz. Ich sitze schon. Komm, mein Kleiner, komm. Ja, das wird doch alles wieder. Nicht wahr? Du, Karl, ich glaube, so hat sich Kai bestimmt nicht den gemütlichen Abend bei uns vorgestellt. Ja, vielleicht nicht ganz so. Man kann doch seine Wohnung nicht zu einem Tierheim machen. Macht ihr immer so viel Aufhebens mit eurem Viehzeug? Hast du eine Ahnung? Im letzten Winter, da war uns die Heizung in den Boxen draußen eingefroren. Da haben wir hier im Schlafzimmer 4 Hunde gesund gepflegt. Bei uns dreht sich eben alles um die Tiere. Ja. Sogar das Privatleben. Deshalb kommen wir ja auch nie dazu, mal richtig Urlaub zu machen. Komm. Uli, bleib ein bisschen hier. Pass auf, ja? Ja, ist gut. Ihr seid komische Leute. Ah, komisch sind wir manchmal schon. Ja, so bleiben wir auch, Kai. Aber alter Junge, wenn du dich hinlegen willst, dein Bett ist hier drüben. Ulis Zimmer steht dir voll und ganz zur Verfügung. Ja, das ist sehr nett, wirklich, aber... Karl, hör mal zu. Bitte missversteht mich jetzt nicht, wenn ich euch einen Vorschlag mache. Ich lasse mir jetzt ein Taxi kommen und fahre ins Hotel. Hm? Oh, Kai, du bist verrückt. Das kommt doch nicht in Frage. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Seid doch vernünftig, Kinder. Ich muss sowieso morgen früh, ganz früh schon nach Hamburg. Ich muss in den Tierpark nach Stellingen. Dann habe ich auch noch bei meinem Verleger zu tun. Aber wir haben uns doch auf dich eingerichtet. Ja, Gerlichen, das ist sehr freundlich von euch, aber... Wir könnten doch noch zusammen frühstücken. Ja, aber warum denn? Ich meine, das macht euch doch viel zu viel Umstände. Ja, kommt ihr doch nicht richtig zur Ruhe heute mit Gustav und so? Nein, 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 nein. Wir haben uns nun wieder gesehen. Wenn ich darf, komme ich gerne auf den Rückweg. Noch einmal vorbei auf ein paar Stunden. Heute nehme ich der Uli das Bett weg. Ihr seid ohnehin etwas beengt. Findest du? Ja, also, wenn du durchaus willst. Aber Taxi kommt nicht in Frage. Da fahre ich dich ins Hotel. Gustav sieht aus wie mein Lateinlehrer. Ich glaube kaum, dass er Lateinisch spricht. Bist du heute überhaupt zu Schularbeiten gekommen? Nur zur Mathematik, den Rest mache ich morgen. Was macht denn Gustav? Ach, der ist ganz ruhig. Es war wohl ein bisschen viel für ihn heute. Ach, ich fürchte, ich habe etwas zu viel Spätlese getrunken. Man ist solche Extravaganzen gar nicht mehr gewöhnt. Du bist allein? Wo ist dein Vater und Dr. Johansen? Vater bringt Dr. Johansen ins Hotel.
Er lässt sich noch grüßen. Er ist schon weg? Ihr habt euch gekracht. Ach, Unsinn. Er war müde und hielt es für richtiger, im Hotel zu schlafen. Ihr habt ihn rausgeekelt. Bärbel. Doch, ihr wart nicht nett zu ihm. Er wollte doch bei Uli schlafen. Und jetzt hat er mir nicht mal Adieu gesagt. Nun wein man nicht. Als der sagte, er will ins Hotel zurück, das war das erste vernünftige Wort, was ich von dem gehört habe. Uli. Das ist sehr ungezogen. Er war unser Gast und wir sind mit ihm befreundet. So, und jetzt Schluss mit dem Thema. Komm, gib mir die Flasche her. Ja. Die Temperatur ist richtig, Mutti. Dann wollen wir mal sehen. Komm, Gustav. Komm. Na ja. Schnucki, tatsächlich. Ist der süß. So, nochmals herzlichen Dank. Du, es wäre aber wirklich nicht nötig gewesen, dass du mich noch selber hierher kutschierst. Dummes Zeug, das ist eine Selbstverständlichkeit. Es tut mir nur leid, der Abend ist etwas anderes gelaufen. Ah, macht doch nichts. Nein, macht wirklich nichts. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, euch mal wiederzusehen. So, grüß mir gerne noch herzlich und alles Gute. Dich auch. Karl, wenn du kannst, ich meine, sorg doch mal dafür, dass Gerda mal eine kleine Pause hat, ja? Mal ein paar Wochen richtig gehende Erholung. Verlangst du allerhand von ihr? Ist das dein Eindruck? Ja. Nichts für ungut, dass ich das gesagt habe, ja? Und hoffentlich habt ihr beide heute keine zu unruhige Nacht. Mit Gustav. Noch was? Na, wohl nichts. Hast du schon geschlafen? Nein. Du, sag mal, aber ganz ehrlich, verlange ich zu viel von dir? Wie meinst du denn das? Nur alles, was du für mich tust, so Haushalt, Praxis, der Bürokram, der Ärger, manchmal auch mit mir. Aber ich tue das doch hier alles nicht nur für dich. Ist doch unser beider Leben. Gut, aber fühlst du dich nicht manchmal sehr überfordert? Wie kommst du denn darauf? Ach, das geht mir so durch den Kopf. Macht vielleicht die Begegnung mit Kai. Wenn du ihn geheiratet hättest, dann hättest du jetzt ein anderes Leben. Schöner, reicher, bunter. Ist alles so klein hier, so eng. Und ich möchte dir... Ich möchte dir doch so gerne etwas bieten. Aber Karl. Also nun hör mir mal zu. Wenn du mich oder meine Kraft hier überfordern solltest, du, dann schlage ich schon vorher Alarm. Darauf kannst du dich verlassen. Und der Ärger, den ich habe, mit dir, mit den Kindern oder mit der Steuer und manchmal vielleicht auch mit den Viechern. Das gehört doch dazu, das brauche ich. Und was Kai betrifft, ich glaube, ich habe mir nie so viel aus ihm gemacht. Solche Wiedersehen nach Jahren sind oft sehr problematisch. Schmecken meist fad. Ist es dir auch so gegangen? Siehst du. Und kein Gedanke kam auf, du hättest falsch gewählt? Hm. Du Dummkopf. Meine Welt ist doch hier bei dir. Wenn ich auch zugebe, dass es ruhig manchmal etwas weniger turbulent zugehen könnte. Was ist denn da los? Herr Uli? Vater, mit Gustav ist was. Er hat lauter Schaum vorm Mund. Schaum vorm Mund? Du spinnst wohl nur. Was hat er denn nur? Kinder, Gustav hat die Badeseife gefressen. Oh.